So, ich bin jetzt nochmal bei der Küche, wo ich jetzt gleich hingehe. Es ist jetzt Sonntag, wie gesagt, 9:15 Uhr. Ja, und mal nochmal ganz kurz hier. Beziehungsweise zu der Seite nochmal kurz für mich. Ich wollte kurz noch den Vers des Tages mit euch vorlesen. Und ein bisschen für mich so einen Gottesdienst machen, weil ich da Bibel mal lese und dann höre ich hier zu. Um 9:30 Uhr geht's los. Ich wünsche einen schönen Sonntag hier auf meinen sozialen Netzwerken und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ja? Ich finde die Küche ganz schön. Hier kann jeder gerne hinkommen, sondern hier von Steglitz, vom Rathaus Steglitz, Schlossstraße und Utauer. Genau, und jetzt kommt Bildschirmvideos mit Nachrichten und Fest des Tages. Also, die Übertragung geht los. Nachrichtenweg ist nicht schon wieder euch nerven, weil ich gestern ja schon ganz viel hochgeladen. Ja, könnt ihr selber mal gucken, was hier los ist. Gerade mal kurz geguckt hier, ist noch irgendwas wichtig. Ah, ich habe gelesen hier, dass man mehr Suchtkranke ist und dass sie Depressionen haben und traurig sind wegen Corona, ist ja wohl klar. Ja, und warum die Politiker halt das machen, habe ich gestern auch schon im langen Video gesagt. Was ich glaube, vermute, wegen dem Impfstoff und wegen Geld. Und will ich jetzt nicht weiter sagen. Jetzt mal konzentrieren wir uns auf den Vers des Tages. Den wollte ich noch schnell vor der Kirche mit euch durchlesen. Den bekomme ich ja immer täglich irgendwie von der Bibel-App hier. Also hier steht, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also hier spricht Jesus, glaube ich, wieder zu seinen Jüngern oder zu seinen Aposteln im Johannesevangelium im Neuen Testament der Bibel. Wer sich damit also nicht so gut auskennt. Ich bin ja auch kein Profi. Ja? Ich bin ja, wie gesagt, seit Ende 2000, also jetzt letztes Jahr, im Mai, Ostern 2019 bin ich getauft. Und ich hatte aber Ende 2017 das erste Mal ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass es eine höhere Macht gibt. Oh, Saya schreibt gerade. Ich werde mal gucken, was der von mir will. Vielleicht werden wir noch den Cut machen hier mal kurz. Mike läuft auch mal kurz. Okay, ich habe Saya jetzt kurz angerufen. Ich habe so heute ganz oft, ja. Also ganz viele Freunde schreiben mir so, hallo, wie geht's? Warte. Ich rufe den an und frage, was ist denn? Weil ich gerne telefoniere. Und dann kommt zurück, ach, nichts, mir war langweilig. Also die folgen mir gar nichts. Sie wollten nur Hallo sagen. Okay, weiter im Text. Konzentrier dich, Norman. So, also, bleibt fest mit mir verbunden. Ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Also, so, das war jetzt hier. Wo waren wir jetzt? Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet ihr auch nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Hier spricht wieder Jesus. Sagt zu seinen, mit den Menschen, die sollen mit ihm verbunden sein. Bleiben auch. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Also wiederholt sich hier immer wieder. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also wie so quasi ein Baum irgendwie mit seinen Blättern oder sowas. Das geht nur, wenn alle zusammenhält. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Also hier sagt er, dass man also alleine ohne Jesus nicht leben kann. Oder irgendwann dann stirbt. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. So wie man auch mit Toten oder mit Leichen macht. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Also hier ist sozusagen, ja, also dass es auch eine Belohnung gibt, wenn man an Jesus glaubt, anscheinend. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Aha. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude auch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. So lautet mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dass man seine Mitmenschen lieben soll. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Oh, das ist, glaube ich, ein guter Spruch hier. Also wer viele Freunde hat und auch nett zu seinen Freunden ist, hat ein schönes Leben. Glück auch. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Also Jesus bittet hier so ein bisschen auch um Mithilfe. Dass die Menschen nett zueinander sein sollen. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Also Jesus möchte nicht, dass die Menschen Diener sind, er möchte, dass er seine Freunde sind.
Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in meinen Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Womit Jünger von Jesus rechnen müssen. Wenn die Menschen euch hassen, und das vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Na, also jetzt kommt jetzt ein bisschen was ernstes Thema und eine Warnung, dass in eurem Leben es ganz oft passiert, dass Menschen euch hassen. So, das ist mir ganz oft passiert und vielen anderen Menschen auch, dass man auch im Internet im Jahr heutzutage ganz viel Hass bekommt, auch von fremden Menschen, immer wieder. Ohne Grund. Einfach so. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Jetzt wird es mal interessant hier. Das ist ein bisschen kompliziert. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr zu der Welt. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Und das ist jetzt übrigens ganz schwierig zu verstehen. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen, hat wieder was mit dem Teufel zu tun und dass der Teufel wohl die Erde oder die Welt regiert. Und ich glaube, was der Jesus hier sagen will, ist, wenn man an Jesus glaubt oder mit Jesus verbunden ist, dann kommt man raus aus dieser teuflischen Welt. Und deswegen ist es so, dass viele Menschen, die noch in dieser Teufelswelt sind, einem hassen. So verstehe ich es. Kann mich hier aber auch irren. Aber ich glaube, so ähnlich ist es hier gemeint. Dass die Welt leider ganz oft voller Hass ist. Erinnert euch daran, dass ich euch gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Das ist ein bisschen schwierig jetzt hier. Das alles wird mit euch geschehen, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn die Welt kennt Gott nicht, der mich gesandt hat. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Ist gleich, jetzt kommt die Kirche, ich muss zur Kirche. Wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hätte, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Ich muss kurz einen Cut machen. Ich bin jetzt hier fertig mit dem Gottesdienst. Jetzt 10.22 Uhr. Da hinten ist die Sonne. Da seht ihr noch die Kirche. Bin jetzt fertig, muss mich kurz mal sammeln nach dem Gottesdienst. War ganz schön. Der Pfarrer Martins war jetzt hier von da, den kann ich noch nicht. Und Herr Wenzel, der Pfarrer, war auch da, der war auch ganz nett. Kauft noch ein bisschen was mitgenommen. Hier so ein Infoflyer von der Kirche zum Guten Hirten. Die hatten heute irgendwie Jubiläum. 127 Jahre Kirche haben sie gefeiert. Und ja, hab dem Fahrer nochmal Danke gesagt am Ende. Hab mal seine Karte bekommen und hab gesagt, ich schreibe mal eine E-Mail, weil ich bin ja hier in Friedenau, wohne ich jetzt seit 3 Jahren. Fast 3 Jahre. Anfang 2018 bin ich hierher gezogen. Und es ist ein wunderschöner Bezirk, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier voll schwer ist, jemanden kennenzulernen. Also es ist nicht so ein offener Bezirk wie zum Beispiel, wie es nicht Prenzlauer Berg oder am Ostkreuz da irgendwie RAW-Gelände, wo die ganzen Partys sind. Da kommt man schnell mal ins Gespräch zu den Menschen. Hier in Friedenau ist es irgendwie schön, friedlich, aber auch sehr ruhig. Die Menschen sind in ihre Wohnungen, in ihre Häuser, in ihren Gemeinden und diesen Kontakt aufzubauen zu anderen Menschen ist hier, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Der Platz heißt hier René-Sündchenes-Platz. Sagt man nicht, der Name. Jetzt hier hoch geht es jetzt zum Breslauer Platz. Und ja, ich finde halt erstmal die Kirchengemeinde immer schön, wenn die soziale Projekte haben, so unterstütze ich immer gerne. Das ist ja auch, wenn ich mit Change schon seit 5 Jahren mache, irgendwie versuchen, Charity-Partys oder Projekte auf die Beine zu stellen, die den Menschen helfen irgendwie. Ja, das ist ja auch der christliche Gedanke immer hier. Genau. Ich wollte aber eigentlich noch den Vers des Tages zu Ende lesen. Ich wollte ihn ja nicht geschafft. Das würde ich jetzt nochmal machen. Dann schneide ich das zusammen und lade das wieder für mein Tagebuch hoch. Und dann, was mache ich heute? Ich habe keine Ahnung. Mal in die S-Bahn wahrscheinlich steigen zwischen Friedrichstraße und da ein bisschen Sport machen, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, ich lese jetzt meinen letzten Teil jetzt nochmal vor.
Das alles wird mit euch geschehen, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn die Welt kennt Gott nicht, der mich gesandt hat. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Also damit ist wohl gemeint, wenn Jesus nicht damals gekommen wäre, dann treffe die Menschen auch keine Schuld, weil sie ihn nicht kennengelernt hätten. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollgebracht hätte, die kein anderer je getan hätte, wären sie ohne Schuld. Also damit ist gemeint, in der Bibel steht ja öfters mal, dass der Jesus anscheinend Superkräfte hatte. Und zum Beispiel die Menschen haben ihn zum Beispiel so einen Verkrüppelten oder einen Blinden gebracht. Jesus hat ihn berührt und dann waren sie geheilt. Das steht ganz öfters so. Also damals, vor 2000 Jahren, hat der Jesus die Menschen gezeigt, dass er, sag ich mal, ein besonderer Mensch ist und göttliche Kräfte hat, zum Beispiel Menschen heilen kann. Und dadurch, dass die Menschen das gesehen haben, war es der Beweis, dass er dieser besondere Jesus ist. Und als sie das gesehen haben sozusagen, damit ist es klar, dass die Menschen ihm folgen sollen, ihm vertrauen sollen, ihn lieben sollen, keine Ahnung, so verstehe ich es. Und wer dennoch Jesus hasst, obwohl er diese Superkräfte hat oder dieser besondere Jesus ist, der ist dann sozusagen verloren. Oder der, oh, hier sind gerade Vögel, die hier irgendwie, die hier gerade eine Eiche oder so haben. Muss gleich mal filmen. Warte mal. Hier ist gerade ein Rabe oder so. Seht ihr das? Der hat so eine Eiche im Mund. Die ist vor mir gerade auf den Boden gefallen. Jetzt hat er sie. Ist noch einer? Schreiten sich, glaube ich, schon diese Eiche. Da hoch. So, ich kann mich hier nicht konzentrieren. Es tut mir wirklich leid. Also nochmal zum Ende jetzt. So, wenn ich mir nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hätte, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Dies geschieht, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Sie hassen mich ohne jeden Grund. Also das ist jetzt, glaube ich, auch so ein Hinweis wieder auf die Kreuzigung dann später. Dieses Unrecht, was mit Jesus passiert ist, dass sie ihn kreuzigen und quälen, obwohl er ja nicht die Macht hat. Aber irgendwie soll das ja so sein in der Bibel, weil das dann dadurch dann wird ja später dann Jesus sozusagen der Gott der Menschen. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Das heißt also, wenn der Jesus in dem Himmel ist und gestorben ist, schickt er einen Helfer in die Zukunft. Also in unsere heutige Zeit eine Art Geist, der den Menschen dann hilft oder so. So verstehe ich es. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. So, jetzt mache ich nochmal einen Cut, mach die Kamera auf mich. Also ich bin jetzt wieder im Breslauer Platz, wo die Zahnärzte hier sind, die habe ich auch schon ein paar Mal Videos gedreht. Ich versuche es jetzt nochmal für mich selbst zu deuten, für mein Leben. Ich sage jetzt nur so, was ich glaube, wenn ich das so lese in der Mühe, wie ich das verstehe. Und ich spreche jetzt wieder nur für mich. Ja, ich kann durchaus die Menschen verstehen, wie ich schon oft gesagt habe, wenn sie zum Beispiel nicht gläubig sind. Ich habe gesagt, bis 2017 auch nicht an Gott geglaubt. Ich war nie in der Kirche und habe dir das schon ganz vielen Videos erzählt. Dann ist mir aber schon was passiert. 2017, will ich jetzt nicht nochmal alt wiederholen. Und jetzt im Jahr 2019, letztes Jahr Ostern, habe ich mich ja taufen lassen. Und ich kann jetzt nur sagen, wie ich mich fühle, seitdem ich getauft bin, ja, da nach Friedrichskirche Charlottenburg, geht es mir besser. Ja, und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel jetzt mein Vers des Tages oder wenn ich diese Worte da lese, habe ich das Gefühl, dass ich das immer besser auch verstehe. Ja, dass das aber auch ein Prozess ist, der nie aufhört. Dieses Lernen hört nie auf, sich damit auch über Leben zu beschäftigen, über Religion sich zu beschäftigen. Ja, also man würde niemals stehen bleiben und sagen, oh, ich bin schon alt. Und ja, das ist blöd. Aber ich kann das nur sagen, also so, ich habe das Gefühl, dass denn, da steht jetzt in den Versen, man soll ja Jesus vertrauen und man soll sozusagen an ihn glauben. Dann beschützt er einen auch. Und dieses Gefühl, seitdem ich getroffen bin, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, wenn ich durchs Leben gehe und solche nachdenke über die Zukunft, oder was mache ich jetzt, welche Arbeit fange ich an oder was mache ich heute, ja, was habe ich so vor, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie wie so ein Beschützer in mir drin habe. Ja, und dass mein Leben auch seitdem ich getroffen bin, ein bisschen besser verläuft. Ich habe zum Beispiel den schönen Arbeit bekommen bei Riese jetzt.
Und jetzt gerade ist wieder so eine Phase, bin ich jetzt arbeitslos und die ist vernichtet, naja, dann ist es halt so. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Versteht ihr das, was ich meine? Also, dass ich irgendwie wie so ein Beschützer in mir drin habe, der auf mich aufpasst. Ja? Ich hoffe, es ist nicht so Schwachsinn, was ich glaube, oder dass ich das denke, ich habe eine Macke oder sowas. Ich sage jetzt ja nur, was ich so fühle und denke. Okay, mach ich lieber einen Cut. Bis dann später.